Welche Frage hört ihr auch wieder? Wahrscheinlich. Die Erklärung dazu. Im Moment haben wir im Kindergarten zwei Eintrittsvarianten. Warum zielst du denn die ganze Zeit da nach oben in die Mitte? Hallo Ali, ich bin's wieder, Flipperstein Schmatzer, alter Knack aus dem rustigen Städtchen Erlenkbach im Wienerwald. Ich stehe hier im Saal Atrio der Seite Kindergarten und begrüße euch zum Kindergarten-Update Nummer 52. Viele Leute haben sich beschwert, also du heißt Flipperstein Schmatzer und zeigst uns immer nur Lego. Heute endlich mal Flipper. Und zwar demonstrieren wir euch heute drei von den Flippern, die ihr im Moment im Kindergram spielen könnt, mit Vorbehalt, ohne Rechtsweg ausgeschlossen und von uns überhaupt. Los geht's! Wenn ihr euch jetzt fragt, was da hinter mir so schleift, das ist mein Testspieler, denn ich habe ihn mitgebracht. Möchtest du auf YouTube? Ja, gerne! Ja, weil ich zeige euch ja den Test. Der zeigt uns den Test. Was machst du denn hier? Was ist denn das für ein Gerät, wo du stehst? Ein Flipper. Ja, und weißt du, wie der heißt? Grand Lizard. Der Grand Lizard. Na dann zeig mal, wie der funktioniert. Ja, übrigens, wir haben den mal ausprobiert. Ah, und heute probieren wir ihn wieder aus. Das erste Gerät im Kindergarten, das in Betrieb ist, der Grand Lizard. Ein wunderbarer, lauter, kleiner Flipper. Der junge Mann ist ein perfekter Spieler, hat uns schon eine zwei Ziele zu Fall gemacht und die zweite Fall da gesetzt und unten hat er auch keine Ehre. Während der Nino da fleißig spielt, ich drehe mich da mal, dass ihr das seht, die Erklärung dazu. Im Moment haben wir im Kindergarten zwei Eintrittsvarianten. Das eine ist der Eintritt, da kommst du und kannst dir alles anschauen. Die zweite Eintrittsvariante ist das Freispiel. Wenn du das Freispiel tust, das kostet ein paar Euro mehr, kannst du alle Geräte mit Startvorrichtung, sprich Flipper, Airhockey und so weiter, Kickereiz, spielen. Das lohnt sich auf jeden Fall, denn nur 5 Spiele am Flipper und du hast schon weniger bezahlt, als wenn du einwerfen würdest. Ja, schauen wir mal, was der Nino so macht. Wie viele Punkte haben wir denn schon? Zweiter Ball, 195.000 Punkte. Was ist denn das Ziel bei diesem Flipper? Dass man dreimal hier reinschießt. Schau, das ist auch nicht gerade die Kugel gehalten. Ja, dass man dreimal hier reinschießt ins Einloch. Der fünfjährige Gsterbel heute die Kugel. Oh, einmal einloch. Was passiert denn, wenn man drei Kugeln da reinlocht? Dann gewinnt man. Was gewinnt man? Ein Multiball. Schauen wir mal, ob du da noch einen hineinbekommst. Ich bekomme sicher noch einen rein. Das ist ja auch das Ziel im Flipper. Eine Kugel kommt noch. Nur, aber nur eine. Und wenn ich aber jetzt noch da reinschieße, dann bekomme ich noch eine. Ja, dann zeig. Jetzt habe ich vergessen, den Magnet zu drücken. Das heißt, was passiert denn? Was ist denn da mit dem Magnet? Erzähl einmal. Wenn man da drauf drückt, dann leuchtet da irgendwo alles und dann kommt die Kugel wieder raus und dann kann man weiterspielen. Während wir zum nächsten Flipper gehen, informiere ich euch, dass es in Eitel Kindergram für die jüngeren Leute, die noch nicht so hoch gewachsen sind, Unmengen Sesseln und Ähnliches gibt, auf die sie sich stellen können, um dann erfolgreich Flipper spielen zu können. Ja, der junge Mann demonstriert es gerade. Er hat gerade den Sessel vom Grand Lizard mitgebracht und vergessen, dass hier eh einer steht.
Wo sind wir denn jetzt, Herr Schmatz? Beim Dr. Hu. Na, dann legen Sie mal los. Ein gefährlicher Philippa. Wieso ist der gefährlich? Weil da ein Raumschiff dabei ist. Er sagt, es ist ein Raumschiff. Und los geht's. Und wenn man da in diese Lichter da schießt, dann kriegt man da was. Der Dr. Hu ist etwas für die bequemeren Zeitgenossen. Oh. Denn hier braucht man nicht den Planetzin, sondern nur eine Taste zu tun, um den Ball einzuwerfen. Warum zielst du denn die ganze Zeit da nach oben in die Mitte? Ja, weil wenn das dann hochfährt, dann wenn ich dann in diese, da muss man zuerst in die Mitte auf die Noppen schießen. Und wenn ich dann in diese Löcher, in diese Sackbälter schieße, das mag ich auch gerne, dann kriege ich Multibälle. Hallo, oh. Multibälle. Hallo, Multibälle. Na, dann schieß mal. Da geht's nicht mehr. Oh, noch eine Chance. Das ist natürlich ein kulanter Flipper. Der schießt dann nochmal den Ball ein. Wird der Nino noch treffen, das zweite Loch oder nicht? Wir sind gespannt. Er trifft überall hin, aber nicht ins Loch. Wieso denn nicht? Ach, nochmal woanders. Da ist ein Schlagtürmer auch versteckt da hinten. Ja, unglaublich. Da wäre das zweite Loch. Er schießt immer auf das daneben. Schauen wir mal, ob er es nochmal schafft. Nochmal zu den Schlagtürmen. Du hast schon einen Ball. Ja, weiß ich. Oh, jetzt ist er weg. Da waren sie schon zwei Flipper, die wir euch gezeigt haben. Und es soll noch weitergehen. Denn ein sehr verrufenes Gerät, das aber aus meiner Sicht eines der besten Flipperspielgeräte überhaupt ist, ist der NBE Fast Break. Und der ist im Moment im Kindergarten in Betrieb. Der junge Mann legt los und es geht los. Unglaubliche Action, laute Sportmusik. Was kann man sich mehr wünschen? Das war der erste Streich. Man kann gar nicht reden mit ihm, weil er sofort wieder auf den Einschub drückt und fliegt schon wieder in der Höhe. Ball. Weg ist der Ball aber. So ein kurzer Multiball. Und Multiball. Er hat keine Änderungen, schon 12 Punkte. Es geht wie wild voran. Prima. Sie hat prima Während der junge Mann noch erfolgreich seine Runde weiterspielt, informiere ich euch noch, dass wir derzeit im Kindergarten beim Freispiel 7 Flipper zur Verfügung stellen. Der theoretische Plan ist,
5 Stück in Saal Atrio bzw. Alte Spielhalle spielbar und ein Stück von den Dataists, die bereits zugänglich sind im Rübenkeller. Das zeige ich aber auch nicht heute, das machen wir demnächst. Und noch ein Gerät im Kuhstall, das ist der aktuelle Plan. Inklusive Kitty Reitz und Airhocke, alles zur Verfügung. Airhocke und Kitty Reitz nur bei Schönwetter. Ich hoffe, ihr kommt vorbei, schaut euch das mal persönlich an. In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann. Hier im alten Kindergarten.